Willkommen zurück zu Super Mario 3D World! Im letzten Part haben wir Katzen-Bowser besiegt und die Credits gesehen. Wie geht's jetzt also weiter? Spannung pur! Wie sieht's aus? Das ist unser Spielstand. Gamepad Mario los. Und was gibt's für Neuigkeiten? Euphorie pur. Wie geht's weiter? Erstmal so ziemlich gar nicht. Wo liegt das Problem? Wir müssen zu den Feen laufen, die hier was vorbereitet haben. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Cool. Eine Rakete. Geht ab wie Schmidts Katze. Wisst ihr? Schmidts Katze? Marios Katze? Ah! Seriosität, wo bist du versteckt? Alles klar. Auf zum Planeten der Pikmin. Oder wo wollen wir hin? Ich sehe auf jeden Fall schon weitere Level vor meiner Nase. Ja. Aber das dürfte so ziemlich klar sein. Wow, ist es Wasser im Weltall? Interessant. Nun steht dir eine neue Welt offen. Da gleich mal abspeichern hier. Ja, finde ich gut. Dann machen wir doch direkt weiter. Reise durchs Regenbogenland. Stern 1. So heißt der Level. Stern 1. Ja, bleiben wir mal mit Mario. Der kriegt das schon geschaukelt. Okay. Ah, das ist schon wieder so ein... Ja, ja. Und die Gegner jumpen drüber. Bin gespannt, was es hier alles für schöne Sachen gibt. Nein! Oh, das war... Ey, genau abgetimt. Gar nicht so übel. Da nehme ich halt eine neue Katze. Ist kein Problem. Das geht schon so... Oh, da oben sehe ich was. Da kann ich was erkennen. Aber was ist das? Eine Röhre? Da schauen wir jetzt mal rein. In Katzengestalt. Oha. Ich mache erstmal nur einen, vielleicht. Ist es schlauer? Hm. Ach, da sind jetzt links und rechts. Na komm, das können wir doch nochmal probieren, oder? Wär doch gelacht. So, nachts um 7:30. Da ist die Frage, welchen... Ich mach erstmal den rechten. Weil der springt ja ohnehin, ne? Okay. Machen wir das halt so. Aha! Baby! Come on, baby, one more time. Zeit haben wir auch nicht unendlich. Das wollte ich auch mal so angemerkt haben. Lieber Mario. Wäre also ganz gediegen, wenn wir das hinkriegen. Da, ah, warum versuche ich es denn so spät? Vielleicht noch ein Wort zu Mario 3D World an für sich, denn Nintendo, ja, ich erwähne es gern nochmal, weil es ist schon eine pikante Sache. Nintendo hat was momentan gegen Mario 3D World Let's Plays. Der passt schon mal. Und deswegen... Oh, hat doch geklappt. Deswegen kam das jetzt ein bisschen seltener. Ich wollte es halt erst mit Nintendo abklären, was da los ist. Ist noch ein bisschen angespannt, die Lage, aber es hat sich beruhigt. Es gab jetzt halt ein paar Parts, ich glaube 18, 19, 20, die keine Werbung haben. Ne? Einfach, dass kein Schwein Geld verdient. Weder Nintendo noch ich. Ist ja auch nicht schlimm, ich habe euch die Videos trotzdem gegeben, weil ihr wollt es sehen. Ja? Dachte ich mir halt so. Deswegen sei es drum. Wenn halt mal keine Kohle da ist. Es könnte jetzt sein, dass es wieder repariert ist. Wenn nicht, Nintendo ist schuld. Weil Nintendo nutzt diese merkwürdige Claiming-YouTube-Story irgendwie einfach gnadenlos aus, muss man mal so sagen. Und bei mir Blessy. Es hindert mich jetzt aber nicht daran, zu zocken und Spaß zu haben hier am Game. Sag mal, was ist denn da los? Wenn ich das anzünde, geht das Tor auf, oder was? Aber ich habe doch gar keine Feuerblume. Komme ich da rechts vielleicht eine? Erstmal hier versuchen. Ups. Oh mein Gott. Erstmal hier versuchen, das Zeug einzusammeln. Damit wir einen grünen Stern bekommen. Ist auch die Nummer 2? Ja, was frage ich eigentlich, ja? Da, 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 da. Bum, bum.
Nein! Ja, aber wenn wir da eine Feuerblume brauchen, um das aufzumachen, ist da vielleicht, da ist vielleicht ein Stern drin. Wer weiß das schon? Oh, Blessy. Jetzt haben wir schon mal gar nichts. Müssen wir vielleicht die Gegner bashen? Könnte natürlich auch sein. Wir probieren es jetzt mal, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Nope, nicht so wirklich. Ja, soll man denn hier mit einer Feuerblume angetanzt kommen, oder was soll das denn? Ihr seid mir welche. Gibt's ein paar Münzen, ja. Das Tor müssen wir auf jeden Fall dann mal aufkriegen. Ich hatte sogar geplant auf Gamer Guide LPM. Ja, wirklich wollte ich aktiver mal wieder werden und hatte vor, was mit Mario 3D World zu machen. Ohne Commentary. Das kann ich mir jetzt natürlich abschminken, nachdem Nintendo da so wirklich rumraged. Das macht... Nee, ich hatte schon was aufgenommen. Und zwar halt ganz einfach, sag ich mal, perfektes Lösen von Leveln. Also nicht so gefailed, wie ich hier versuche, sondern ich habe halt... Ja, fast schon Speedart, Speedrun-mäßig versucht und dabei alles einsammeln. Das ist, was ich eigentlich als Langzeitprojekt auf Gamer Guide LPM versucht habe. Aber das kann man so natürlich knicken, wie sich Nintendo anstellt. Bin froh, wenn wir überhaupt das Let's Play beenden können, machen wir es auf ihr sowieso. Ja, aber ob Nintendo dafür ist oder dagegen. Aber Nintendo hat gefälligst dafür zu sein. Alle anderen Publisher haben sich entschuldigt oder nicht zurückgenommen. Kann man die Einsprüche wieder machen? Naja, reden wir nicht weiter drüber. Nur Nintendo macht da Stress. Was ist denn das hier für eine merkwürdige Stelle? Wenn ich eine Feuerblume hätte, könnte ich auch diese Mäuse da bashen. Jetzt probieren wir was anderes. Wir versuchen alle... Habe ich das eben schon mal gemacht? Egal. Wir versuchen jetzt alle diese Münzen einzukassieren. Oder Ringe. Ach, das ist ja der Stempel. Das ist ja der Stempel. Willst du mir diesen Stempel einfach aufdrücken, oder was? Ich gehe mal mit Mario zurück. Geht das überhaupt? Der kann auch schwimmen. Oh. Dumm wie Brot. Deswegen habe ich die ganze Zeit gefailt, weil mein inneres Ich gesagt hat, Junge, da ist doch der Stempel, übersehe den mal nicht. Gut, und da wir den haben, bin ich mir relativ sicher, dass sich der eine Grünstern dann hinter dem Tor versteckt. Vielleicht kriegen wir Feuerblumen, wenn wir alle... Ja. Ne. Keine Ahnung, wo hier eine Feuerblume wäre. Das können wir jetzt auch schon mal knicken, glaube ich. Renn halt ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Wir müssen es ja eh nochmal machen dann mit einer Feuerblume. Die hole ich dann auch gleich. Und da hinten sehen wir schon das Ziel. Also dieses Level ist nicht besonders lang. Yay. Yay. Nee, ich mach das mit dem Weitsprung. Ah, was soll ich mit den Münzen? Reichtümer. Pah. Gib uns kein Gold, denn das ist nur Glimmer. Gib uns auch kein Silber, denn das finden wir noch schlimmer. Wir wollen keine Medaillen für unser Mutterland, Vaterland. Das ist ja allerhand. So, da. Ah ja, Checkpoint. Stempel. Den kriegen wir hier aufgedrückt. Ich hole mal ganz kurz offscreen eine Feuerblume. Da sind wir wieder mit einer Feuerblume in der Reserve. Habe ich mir schnell aus Welt 1-2 geholt. Und damit wollen wir das jetzt mal anmachen. Und wehe, es gibt hier keine Feuerblume. Kein Grünstern. Wow. Also für eine Sekunde habe ich jetzt blöd geguckt. Eine Wolke, alles klar. Na. Aha. Ja, das ist mir schon... Oh, da ist was. Okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Interessant. Kann ich damit diese Paraknochen trocken? Ich laufe jetzt immer nicht so auf die schwierigen Stellen, sag ich mal. Also an den Rand. Nicht, dass ich das hier aus Übermut vergeige. Jetzt auch mit den Feuerbällen machen können. Gut, dann verlieren wir nicht so viel Zeit. Und auch die Paraknochen trocken. Gehen uns hier nicht permanent auf den Schnürsenkel. Kann auch schnell den Link aus dem ersten The Legend of Zelda ausfüllen. Schöne Angelegenheit, habe ich gerne gespielt, Zelda 1.
Ja. War ja zum Beispiel auch. War ja zum Beispiel auch in meinem allerersten Vorschau-Video auf meinem alten Kanal vertreten, ja. Wo ich ja schon ein paar Spiele angeteasert habe, die ich wahrscheinlich Let's Play, und da war auch The Legend of Zelda 1 dabei. Mal sehen. Der Zug ist noch nicht abgefahren für immer, dass ich das mal Let's Play. Also Zelda 1 fürs NES, ne, das allererste. Das ist aber schon eine Nummer für sich, deswegen sollte man das gediegene angehen. Oh Gott, wie mache ich das denn am besten? Am besten ich lande einfach mal so drauf. Braucht man das richtige Timing? Ja, ein bisschen Angst habe ich schon, das muss ich ja zugeben, ja. Man will es ja nicht mehr versauen hier. Oh, so ein bisschen schief. Alles klar, wunderbar. Es ist okay, es ist okay. Das hätte noch in die Hose gehen können. Wie schlecht muss man sein? Lass gut sein. Bro, ist gut. Schnauf, Kreisch, Krüll, Ausflip. Okay, ne, das war ja nur Level Stern 1. Stern 1. Der nächste kommt sofort. Nee, so schlimm war es nicht, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad eigentlich gelungen. Das ist genau mein Ding. Was haben wir da Schönes? Die Supergalaxie. Ja klar, Galaxien sind doch phänomenal. Let's go! Prinzesschen. Na, dreh dich. Alter, ist mal gut. Ganz Mario Galaxy Feinde hier. Diese komischen Octopussies. Was mache ich denn eigentlich hier? Ist egal. Hauptsache, ich komme irgendwie lebendig ans Ziel. Aber wenn man quietschi piechi. Oh nein. Wie denn? Warte. Okay, ich dachte jetzt, da steckt mehr dahinter. Stampfattacke mal probieren. Hat sich auch erledigt. Ich glaube, Peach ist hier gar nicht so verkehrt. Guck mal, ein Luma. Fällt mir jetzt erst auf. Was denn du hier? Ja, ich weiß es ja leider schon, was kommt. Leute, können es ja nicht lassen, einen zu spoilern. Aber wann und wo und wie, das frage ich mich noch. Damn it! Oh, komm schon. Wie kann man denn so ein dreidimensionales Denken so verpeilen? Okay, Quiji Peachy. Es tut mir ja leid. Noch nicht mal ein Item hier drin. Was ist denn da los? Power-Ups? Hallo? Ganz okay, die Blöcke sind gar nicht so unmenschlich, wie sie erscheinen. Hier vielleicht was drin? Nein! Das ist aber unmenschlich. So. Mal gucken. Galumba ist gut jetzt. Ich geh mal weg. Hau ab jetzt. Stört die ganze Atmosphäre hier in der Galaxie oder wie auch immer. Schön. Bist du eigentlich bescheuert? Ja, schon. Kommt hin. Über Lumas ist das nicht wunderbar. Lumas in HD. Auch ein Debüt. Sehen auch ganz gut aus. Die leuchten noch ein Stück mehr als in den Galaxy-Teilen. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Komm jetzt, geh erstmal. Warum geht denn der nicht kaputt? Okay, Stampfattacke. Ist okay. Ja, ich denke halt nur, in Galaxy muss man keine Stampfattacke machen. Kinders- und Gesangsverein, du. Oh, da sehen wir die Lösung der Probleme. Wird doch Knorke so ein Power-Up oder so. Aber wenn ihr keinen Bock habt, kann man da nichts machen, ne? Ah, die aktivieren sich auch erst. Boah, seid ihr böse, ey. Hä? Warte mal.
Das muss ich jetzt mal checken. Wie komm ich denn da hoch? Ja, mit der Katze! Arg! Mit der Katze! Warum versteckt ihr denn Sachen, die man nicht so einfach erreichen kann? Was soll das denn? Ja, mit der Katze und mit nichts anderem. Ich schaffe es ja. Auf den quasi drauf. Wenn ich das schaffe bei dem 2. Sozusagen. Dann. Nee? Na komm schon. Die Zeit ist auch nicht unendlich. Nee. So, und jetzt. Nee, was? Das bringt nichts. Müssen wir mit der Katze nochmal kommen. Immer dieses doppelt und dreifache Gemache, nur weil. Weil die Power-Ups nicht in die Level tun, wo sie hingehören. So, jetzt bin ich eigentlich auch ein bisschen lebensmüde gerade. Wo ist er denn? Da ist er. Oder ist es hier drin? Dann gehe ich nochmal zurück. Nee. Warum denn auch? Wer kommt denn auf solche Ideen? Und da haben wir... Aha, hallo? Hi du, na? Zeit für ein Kaffeekränzchen? Oder was führt dich her? Na. Müsst ihr auch erstmal schaffen, so tief anzupacken. Und? Machst du so Rosalinchen? Bist du da? Rosalinchen, Pralinchen. Bin schon gespannt. Du kannst nur noch als Rosalina spielen. Ja, da hab ich mir ja schon mehr erhofft. Okay, kurz einen Katzenanzug schnappen und dann bin ich gleich wieder da. Gut, zurück an den Checkpoint. Es fehlt ja neben dem Stempel auch der 3. Grünstern. Ist mir das überhaupt aufgefallen irgendwie? Na gut, alles mit Katzen abkratzen jetzt bitte. Oder die Katzen müssen abkratzen. Ja. Da sind wir doch schon wieder. Mach jetzt keine Scherze. Hoch mit dir. So, jetzt hier mit ihr hoch. Mann! Wo ist denn der letzte Grünstern? Sag mal. Oh, nee, oder? Ja, das mit der Katze hat sie schon mal. Der, das war der zweite, den haben wir, ne? Mhm. Gut. Dann nochmal. Augen offen halten. Mhm. Vielleicht. Man weiß ja nie. Wo ist denn. Ich hab nicht drauf geachtet, ey. Da unten! Ah! Ein Stück weit schlauer. Ach, du liebes Lieschen, das kann auch gut und gerne in die Hose gehen. Ja. Lass mich kurz weg. Lass mich. Bring mich wieder in Sicherheit. Bitte! So. Okay. Komm ich da so hoch? Ja. Müssen wir uns nur noch sicher übers Ziel retten. Ja. Komisch, dass diese Octo-Dinger, man konnte auch nicht auf die, was, auf die Kugeln draufspringen. Jetzt ist alles anders. Oh, Peach, bitte. Diesmal vernünftig, okay? Ja, wir machen noch ein Level. Einfach weil, das war mir nicht genug. So, okay, goldene Fahne. Was ist ja voll die Fahne. Und was den nächsten Level angeht, ja, wir werden wieder auf Zufall bauen. Entweder wird Rosalina ausgewählt oder nicht. Weil den nächsten Part machen wir dann voll Rosalina-Special, würde ich vorschlagen, ja. Aber mal gucken. Wie das wird. Mal sehen, wer ausgewählt wird. Das ist jetzt 20% Chance für jeden der 5 Charaktere. Und wir sind voll auf dem Holzweg. Ja. Und trotzdem, Rosalina. Okay, ich muss mal gucken. Hat der eigene Fähigkeiten? Nur so hoch, sonst nix, ne? Okay. Kann auch nicht schweben wie Peach. Ja, das ist eigentlich eine gute Fähigkeit.
Also Wirbel halt Luma-mäßig, ne? Warte mal, das muss ich mal. Ich will ja eh nicht da hoch, glaube ich. Doch, hier gibt's Münzen. Seht ihr? Da kann er einiges anstellen mit der Tante. Trotzdem machen wir im nächsten Part Rosalina voller Möhre. Weil die anderen Charaktere haben wir ja alle schon gesehen. Könnte man meinen. Ups. Was zum. Ja, wir sind hier voll auf dem Holzweg. Oh, Goomba! Entschuldigung. Schuldigung. Hab gedacht, vielleicht bekommt man etwas dafür, wenn man den Kollegen in die Pfanne haut. So viel macht das auch nicht aus mit ihrer Wirbelattacke da. Ob es da wohl hochgeht? Jetzt wäre eine Katze nicht schlecht. Katzen-Rosalina. Ah! Ich muss mit der noch umgehen. Ich habe noch nie mit der gespielt. Und so. Einmal blamieren frei. Bitte. Da, da, bam, 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 bam. Ey, Goomba-Spätzchen. Läuft. Da. Gut, da ist nichts drin. Oh, soll ich das kaputt machen? Sagt sie. Und hat damit recht. Hätte ich nicht machen sollen. Man lernt immer dazu. Eigentlich mag ich so Holzlevel richtig gut, aber der Aufbau irgendwie kommt mir nicht entgegen. Liegt vielleicht auch am Charakter. Hätten wir uns dran gewöhnen müssen. Anpassungsfähige Gamer sind wir doch. Oder sollte ich zumindest sein. Jetzt sehen wir mal zu. Vielleicht will ich auch da vorne hin. Das ist natürlich doof. Oben könnte was sein. Aber vielleicht kommen wir von der anderen Seite auch noch hoch. Wer weiß. Da haben wir noch was. Da geht's weiter. Na gut. Ja, ich verstehe schon. Leben des Todes. Ah, nicht bekommen. Egal. Aha. Rosi. Rosi. Na, ihr? Müsst ihr mal wieder zum Sehtest? Oder könnt ihr nur Entfernungen nicht so ganz einschätzen? Vielleicht eine elegante Mischung aus beidem. Da geht's weiter. Aber nochmal gucken. Was hast du? Na, wie Ziel? Uns fehlt noch so ziemlich alles. Also ein grünen Stern natürlich. Da sehe ich die Nummer 2. Ich denke immer, ich bin Peach, ne? Ich wollte gerade schweben wie Peach. Ist aber nicht drin. Arg! Okay. Alter. Ich muss mich echt an den Charakter gewöhnen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich bin verwirrt. An mein Erscheinungsbild. Rosalina war aber nicht in Super Mario Bros. 2 dabei. Da stimmt doch was nicht. War das ein Aufnahmekriterium? Egal. Ja, auf. Wonderful. Komm, jetzt gib mal Power-Up her, verdammt! Bumerang, Rosalina! Sachen gibt's, die sich dazu zu sowas hinablässt. Okay, da oben wäre auch was. Aber da hat nichts zu sein. Weil wir weit und breit keine Katze. Ah, wir können nur mit Rose. Ja, toll, jetzt kann ich da nicht rüberspringen. Hä? Doppelte Bumerang, Rosalina. Also, ich habe ja heute mit einigem gerechnet, ne, aber. Nicht mit einer doppelten Bumerang, Rosalina. Na gut. Was ist denn das hier für ein Verein? Wir müssen ganz schlicht. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Mit zwei da drauf zu jumpen. Komm ich denn da hoch?
Ihr macht mich fertig. Oh, und viel, viel Zeit. See that? Aber irgendwie mag ich Rosalinas Synchronstimme. Nur so nicht. See that? Sie hat irgendwas Frauenhaftigeres als Peach. Peach ist einfach nur... Irgend so eine komische Tante, Prinzessin, und die hat mehr Style. Wir müssen jetzt mal überall gucken, wegen dem letzten Grünstern, ob der hier irgendwo rumchillt. Ich glaube, das ist besser, hier kein Bumerang zu sein, weil dann können wir schön springen. Oder unsere Wirbelattacke, wie man möchte. Alter, wie? Oh nein, ey, ganz im Ernst. Okay, probiere ich gleich nochmal. Bumerangblume muss weggelassen werden. Dann wird es auch um einiges einfacher. Alles klar. Ei. Die kleine Rosalina. Auch zu herrlich. Aber schöne Ideen. Man macht sich halt mal... Guck, da kriegen wir sogar kleine Rosalina als Stempel. Trollololol. Schön, dass man sich so Gedanken macht, irgendwas zu verändern, irgendwie. Okay. Dann gucken wir jetzt nochmal schnell an die Stelle, wo Fräulein Rosalina die Doppelkirsche bekommt. So, irgendwie geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt rausgeschnitten. Und gut ist, da haben wir jetzt den verdammten Grünstern. Und ich sollte jetzt auch nicht mehr so risikoreich machen, dass ich... es am Ende nicht mehr schaffe. So, Gott sei Dank. Es ist geschafft. Dieser Level war jetzt ein skurriler Part auf jeden Fall. Im nächsten Part dann noch mehr Rosalina hier in der Special World. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Und tja, Freunde, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Ansehen. Bis dann und ciao.